gibt zwei wirklich geniale Tricks mit solchen Getränkedosen, die du unbedingt benutzen musst. Leider kennt sie fast niemand und am Ende habe ich sogar noch einen kleinen geheimen Bonustrick für dich. Denn du kannst mit diesen Dosen viel mehr machen, als sie einfach nur auszutrinken und dann wieder zu entsorgen. Doch dafür solltest du sie zuerst einmal öffnen und zwar so, wie du sie immer öffnest mit diesem Clip. Und dann sind wir auch schon beim Thema, denn genau dieser Clip ist es, den wir hier anderweitig verwenden wollen. Denn wusstest du, dass du, wenn du einen Strohhalm in eine solche Dose gibst, diese aufgrund der Kohlensäure einfach wieder nach oben kommt? Anstattdessen solltest du einfach mal diesen Clip umdrehen, sodass er jetzt über die Öffnung guckt, wo das Getränk drin ist. Wenn du einen dünneren Strohhalm hast, kannst du ihn hier seitlich etwas einklemmen, damit er dadurch nicht wieder nach oben kommt. Oder wenn er dick genug ist, dann wird er automatisch nicht nach oben kommen. Außerdem kommen Wespen jetzt nicht so einfach in dein Getränk. Doch hierfür gibt es noch einen weiteren Trick, denn du kannst, wenn du keinen Strohhalm benutzen möchtest, dieses Teil auch einfach über die Öffnung schieben und jetzt ein kleines Stück Papier nehmen, welches du hier unterschiebst. Dadurch ist das Loch komplett geschlossen und wenn du etwas trinken möchtest, musst du es nur wieder kurz herausziehen und danach wieder reinstecken. So sorgst du dafür, dass wirklich keine Wespe in dein Getränk kommt und du sie nicht aus Versehen verschluckst. Doch kommen wir zum geheimen Bonustrick. Denn wenn du dieses Teil hier einfach ein paar Mal hin und her bewegst, hast du es direkt in der Hand und so solltest du mehrere davon immer sammeln. Die Dose kannst du ganz normal in den Pfandautomaten werfen. Denn diese Clips kannst du jetzt für deinen Kleiderschrank verwenden. Wenn du Kleiderbügel benutzt, kannst du hier diesen Clip drüber machen und durch das zweite Loch einen weiteren Kleiderbügel stecken, der jetzt etwas versetzt zum ersten hängt. So kannst du die ganzen Sachen in deinen Schrank hängen und hast deutlich mehr Platz in deinem Kleiderschrank und bekommst mehr Klamotten auf die gleiche Fläche. Übrigens solltest du auch diese Dinge niemals in den Müll werfen. Worum es sich dabei handelt und was du damit Geniales machen kannst, erfährst du, wenn du jetzt auf das Bild klickst, welches du im Video siehst, denn dort zeige ich es dir.